Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Dotek Quarantine. Gucken wir mal, was wir wieder für neue News haben. Spielkummer. Na, klar wird die Stellungnahme verneint und, beziehungsweise, die, wie soll man sagen, Mitgliedschaft daran verneint? Naja, lese das Bauart. Blablabla. Kalt, ich wollte, dass du Morgana pounst. Das wäre schön, pounst. Das ist wieder Englisch. Ich wollte, dass du Morgana besitzt wegen es. Wegen ihm, wegen dem. Orca. Es tut mir leid. Kämpf nicht mit Kubia. Kubia ist anders. Und des Armbands. Ne. Kubia zu besiegen heißt das Armband. Kämpf nicht mit Kubia. Tataga Harald. Blablabla. Ich lese komisch vor gerade. Einmal habe ich mit einer wandernden KI namens Harold gesprochen. Er fragte mich, wo ist das Heiligtum? Ich wusste nicht, wovon er sprach, aber er gab nicht auf, so sagte ich. Du weißt es selbst am besten. Er zog Moment weiter. Das ist wahr. Ich war in reinkarniert höllisch Altar. Vielleicht solltest du da suchen. Hast du Zeit? Begleite mich zu eingestürzt reisender Festung. Das war schon. Rettungsdienst. Von jetzt an verlieren wir keine Zeit mit den Tauschen von Gegenständen. Der Held muss in den Dungeons und die Spieler retten. Darum geht's, versteht ihr? Wäre das nicht ein Traumjob? Dafür bezahlt werden, dass man von allen geliebt wird? Ich habe sofort einen Anruf gekriegt, als ich eine Anzeige auf dem BBS gepostet habe. Der Kunde ist in namenslos Pseudo-Sanzee. Da gibt es wahrscheinlich eine Menge starker Monster, also will ich mal schnell hin. Und wir müssen natürlich mit. Ja, ich habe allerdings Abstand gehalten. Mein Bruder bat mich, Wörter zu wählen. Ich sagte verborgener, verbotener, heiliger Boden und dann fing das alles an. Hey je. In letzter Zeit, sogar im Unterricht, frage ich mich ständig, was Kite wohl so macht. Ist das nicht verrückt? Ich meine, ich habe dich noch nie gesehen. Ach, manchmal geht es mir auch so. Ich frage mich zum Beispiel, was Blackrose sagen würde und so. Ich mache gerade ein bisschen Heimarbeit, Verwaltungsrahmen halt, aber ständig rufen zu Werbefuzis an, das nervt vielleicht. Tu so, als wärst du nicht zu Hause. Ja. Naja, das ist ihr Job. Ja, mit Smiley, ist immer gut. Limabohnen, ich hasse Limabohnen, aber ich stehe auf Tofu und Edamame. Was ist Edamame? Keine Ahnung, warum ich Limabohnen nicht mag. Bonbons. Ich habe einen Freund, der kein grünes Gemüse ist, aber Kartoffeln und Mais. Er mag das Grünzeug einfach nicht. Und damit meine ich mich selber, weil wir jetzt wieder beim Thema sind. Ah, mein Freund. Ne? Meine Bekanntschaft. So ein Typ, den ich kenne. An dem Flötenspieler. Samen finden. Wenn ihr die Samen sucht, um das Tor zu öffnen, dann geht's zu Omega Reich Smaragd Edelmann. Bug gefunden in Omega träumend mundlich Grabstein. Schwein zu. Schwein zu? Omega verstummt vor Hunger, trockene See. Hab geträumt, von einem Databug angegriffen zu werden in Omega verrottet, zahllos Opfer. Nein. Der letzte gab, echt hart gab. Egal wer gewinnt, das ist der letzte Kampf gab. Obwohl ich letztes Mal schon gedacht habe, es wäre der letzte gab. Auf jeden Fall viel Glück. Ich warte in Omega abscheulich ausweichend Duft gab. Bringen Leute mit. Gab. Bin ich. Hast du schon mal in einem höheren Level herausgefordert und dann gemerkt, dass die Monster dazu stark sind? Oder hast du gekriegt, was du haben wolltest, aber vergessen, einen Fluchtgegenstand mitzunehmen und hast dich dann verirrt? Wenn dir etwas Ähnliches schon einmal passiert ist, solltest du meinen Dienst in Anspruch nehmen, den Rettungsdienst. Kontaktiere mich, wenn du Probleme hast, wir sind sofort da und helfen dir. Rachels Rettungscenter, Vorstand Rachel, Angestellter Kite. Nicht unbedingt nett, dass ich nur ein Mitglied bin. Ich war in dem Epitaph des Zwielichts-Thread, aber keiner hat es gelesen, oder? Aber wenn das die Quelle für die Theorie der unendlichen Vielfalt ist, dann war es Harold, der das Epitaph des Zwielichts gesucht und analysiert hat, oder? Wow, langsam blicke ich durch. Ah! Merkst du es nicht, deine Zukunftsreichweite schrumpft gerade. Na dann. Crimson Ritter. Gab es nicht früher schon mal Leute, die Crimson Ritter hießen? Lange nicht gesehen. Was ist denn das? Naja, ich erinnere mich. Haben sich vor einer Weile aufgelöst.
Ah, Lady Subaru. Yeah, Nostalgie. Ob Lady Subaru immer noch dabei ist? Lady Subaru, wenn du das hier liest, komm zu Omega Gehorsam jemandes Ritter. Ich denke, sie wird wohl kommen. Okay, wir haben also eine Menge wieder zu tun. Hm. Soweit ich weiß, sind diese an den Flötenspieler im Großen und Ganzen die Dungeons, die wir aufsuchen müssen. Die allerdings sind wieder sehr auf Kerne aus. Ist also irgendwie suboptimal, wenn ich so drüber nachdenke, aber... Ich meine, was kann ich... Was soll ich dagegen tun, ne? Ich muss ja trotzdem rein, schlussendlich. Kann ja schlecht sagen, ja, die mache ich jetzt nicht. Wäre zwar auch schön, manchmal, einfach zu sagen, ne. Irgendwo muss ich mal einen Schluchstrich ziehen, aber... Im Großen und Ganzen kann ich nicht einfach sagen, mach ich nicht. Himmelsgefäß, welcome back. Supplimer. Habe ich gerade meinen Supplimer noch an? Ich habe doch zwei gekriegt, oder? Ne, dann habe ich einen weggeworfen wieder. Ja. Die kann auch weg. Die können sowieso weg. Davon sammle ich ja eh nicht so viele. Das kann bleiben. Davon habe ich eh zwei. Davon habe ich sieben. Sinn der Sache ist jetzt eigentlich gewesen, dass ich... Wo haben wir's? Magische Genauigkeit kaufe. Denn ich würde jetzt eigentlich gerne mit euch versuchen, den nächsten Goblin hinzukriegen. Die nächsten Goblins sind aber ein bisschen schlimmer, denke ich mal. Und... Eigentlich hoffe ich dadurch... Wo haben wir's denn? Da... Hoffe ich dadurch mit Schlaf treffen zu können. Weil es praktisch wäre. Ich meine, sie haben ja nicht viel Energie. Sie sind halt nur ein bisschen Ausweichfreunde. No matter who wins, this is the last one, Gab. Mal abgesehen davon, dass ihr nicht gegen mich kämpft, sondern einfach nur abhaut, ne? Wolltest du mal erwähnt haben. So. Jetzt noch die Genauigkeit. Die Genauigkeit. So. Und für Kite dann nochmal das Magierblut. Dann... Ich glaube, das war hier, ne? Moonlay, ja. Ja gut, sie können vergiften, aber das ist... Pff, völlig egal. Es scheint nicht zu funktionieren, das ist natürlich schade. Das wäre halt sehr praktisch gewesen, wenn es denn funktioniert hätte. Aber scheinbar sind sie unbeeindruckt, sage ich mal, von diesen Sachen. Dann... Alle den gleichen Gegner angreifen, ja. Da rennt sie einfach durch, das ist mir... Irgendwie war das klar. Dann nehmen sie. Sie jagen ihn, ich versuche ihn abzufangen und mit einer Technik zu erwischen. Und irgendein Treffer wird schon durchkommen. Hoffe ich doch zumindest mal. Wobei ich natürlich eher hoffe, dass sie nicht heilen können oder so. Das... So eine heilungsfreudige Goblin-Armee. Es wäre auch schön, wenn meine Leute mal treffen würden. Und sie können heilen. Natürlich können sie heilen! Ah! Warum? Wieso? Wer hat gesagt, dass das nötig ist? Ah je. Ist er wieder voll geheilt jetzt gerade? Hä, jetzt nochmal. Ich kann ja sagen, was... Was ich will, die treffen den ja nicht. Ah, mein Gott. Ich hasse das jetzt schon. Kann ich zumindest jetzt schon mal sagen.
Jetzt gerade komme ich nicht mal mehr so nah an den dran, dass ich den überhaupt treffen kann. Ha! Wie toll. Außer, dass er mehr Gas gibt, passiert ja nicht viel. Jetzt aber. Ja. Das Problem ist ja mitunter, dass sie wirklich nicht stehen bleiben und doppelt heil. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann das nicht machen. Ich kann sie nicht einschläfern. Sie sind zu blöde, um ihn selber zu treffen. Wenn ich rufe Skills benutzen, dann... Ja, benutzen sie eben genau das, was ich meinte. Sie benutzen Magie. Was... okay wäre, wenn es treffen würde. Damit treffe ich nicht. Was auch schon ziemlich doof ist. Wenn er halt immer wieder zu seinen Kollegen rennt, dann bringt mir das halt leider auch nicht viel. Das ist ein ewig währender, furchtbarer Teufelskreis irgendwie. Jetzt sind noch zwei Treffer und er rennt zu seinen Kollegen, wodurch er zweimal geheilt wird. Und dann... Arschkarte wieder. Wenn ich ihn also nicht sauschnell mal abfangen kann, bringt mir das nicht viel. Zumindest die beiden bringen mir dabei echt nicht viel. Ah, ja, so müsstet ihr es mal öfter machen. Ja, ich wollte gerade sagen, du rennst jetzt nicht zu deinen Freunden. Prompt ist er in seinen Freunden wieder drin. Das ist doch unglaublich. Herrje. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich hasse es. Ist das noch ein zweiter Heilspruch? Oh, for fuck's sakes. Ja, toll, wenn es total daneben geht. Ich meine, schlussendlich ist es dann wohl egal, ob ich die Tene benutze oder das hier, was ja Angriffstechnik höher ist. Muss ich mal gucken, ob der eine Technik weiß, die wenigstens funktioniert. Also wo er nicht wegrennt, wo ich zu viele Schläge machen würde sonst. Flammenvortex ist zum Beispiel wieder eine dieser Techniken, die zu lange dauern. Typhoon-Klinge? Dauert auch zu lange. Ja, super. Das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Das dunkle Schnitt. In der Theorie der dunkle Schnitt. Ach, ihr habt keine MP mehr. Ah, oh mein Gott, wie teuer ist denn eure Magie, dass ihr keine MP mehr habt? Ja, Jemine. Funktioniert genauso wenig. Oh Gott. Das wird wieder ein Part, wo ich versuche, die Goblins zu erledigen, was nicht funktioniert, was aber immer ganz toll aussieht. Wenn ich mal treffen würde, wäre das auch sehr schön. Warum ich jetzt gar nicht treffe, ich weiß es nicht. Da rennt er jetzt einfach durch, das ist... ist ja auch grandios. Immer ja immer.
Ja, das könnte so funktionieren. Zumindest besser als die Technik immer einzusetzen. Muss ich nur wieder Magie-Punkte verteilen hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da! Gott! Wärst du so freundlich, das hier hinzurennen? Danke sehr! Wow, geht doch! Holy fucking shit! Soll das eigentlich verlangsamen und nicht... Seh nix. Seh wieder was. Kommt her, ich brauche mehr Techniken. Geht doch anders gar nicht. Vernünftig. Ah. Ja. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Ah, Black Rose, sie ist wunderbar. Ich meine, einer allein ist dann schon wirklich nicht mehr das Problem. Einer allein... Yeah, Teamwork! Teamwork am Muschelhaus. It was a good fight, Gob. I'm glad to meet you, Gob. Whew! Weniger Abwehr finde ich nicht gut. Nicht so mein Fall. Okay. Schön, dass das geklärt ist. Jetzt fehlen nur noch zwei Goblins. Wow. Da kann ich mich immer so schön aufregen bei. Okay, beim nächsten Mal, Leute, machen wir ein paar von den Dungeons. Ich könnte ja mal gucken, was ich so an Kernen brauche mit euch. Denn ich, wie gesagt, ich weiß, dass ich da ein paar Sachen brauche. Das wäre das hier. Kommen wir da rein? Nein, da fehlt ein I-Kern. Beziehungsweise zwei I-Kerne. Das ist schon direkt wieder das, wo ich sage, jetzt muss ich Kerne sammeln gehen. Ah je. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.